Hallo zusammen. Heute habe ich ein etwas anderes, sehr spannendes Thema für euch. Vorab, dieses Video wird unterstützt von Lavera Naturkosmetik. Das habt ihr vielleicht hier oben schon gesehen bei der Einblendung. Und ich möchte heute gerne mit euch über ein Thema sprechen, was leider ein bisschen in Vergessenheit gerät, oftmals. Denn bei allen Beauty-Kanälen, bei allen Beauty-Videos, Make-up-Videos, auch hier auf meinem Kanal selbstverständlich, geht es fokussiert immer um die Äußerlichkeiten. Es geht immer um die äußere Schönheit, um dekorative Kosmetik. Und heute möchte ich mal ein Thema ansprechen, was nicht so oft erwähnt wird, aber sehr, sehr wichtig ist, wie ich finde. Und zwar geht es um die innere Schönheit. Was ist denn eigentlich die innere Schönheit? Hat man schon oft gehört, ne? Für mich ist innere Schönheit die wunderbare Individualität eines jeden Menschen in seinem Innersten. Ein gutes Herz, seine Seele zum Beispiel. Eins meiner absoluten Lieblingszitate lautet: Freundlichkeit macht dich zum schönsten Menschen der Welt, egal wie du aussiehst. Und ist es denn nicht so, dass uns das äußere Erscheinungsbild als erstes so in die Augen springt, aber gleich darauf etwas anderes auf uns wirkt, was von diesem Menschen ausgestrahlt wird? Manchmal ist es so ein Blick oder ein Satz, der gesagt wird, oder eine Geste. Und schon sehe ich's. Es ist das, was der Mensch so von innen heraus strahlt. Und andersrum, wenn ich mich jetzt von außen verschönert habe, ein bisschen Make-up aufgelegt habe, mich wohlfühle in meiner Haut, dann strahle ich auch mehr Zufriedenheit aus, sprich innere Schönheit. Für mich ist es also so ein Zusammenspiel aus beidem, was das Gesamtbild einfach ausmacht. Das ist das, was von anderen Menschen bei mir ankommt und gleichzeitig auch von mir ausgestrahlt wird. Ich kann zum Beispiel eine ganze Woche lang stets das gleiche Make-up tragen. An manchen Tagen fühle ich mich gut, dann habe ich vielleicht eine gute Tat getan oder konnte meinem Hobby frönen und fühle mich einfach wunderbar. Ich habe Zeit für mich gehabt vielleicht. Also so ist es bei mir und das strahle ich von innen aus. Und dann bekomme ich Komplimente. Und zwar Komplimente, die sich nicht darauf fokussieren zu sagen, du hast aber schöne Augen oder deine Augen sind toll geschminkt. Das ist auch ein Liebeskompliment. Was für mich aber viel, viel mehr wirkt auf mein Innerstes dann wieder und was mir viel mehr Freude macht, sind Komplimente wie: oh mein Gott, du strahlst so eine Ruhe aus oder deine Stimme ist so angenehm. Wenn ihr mir das schreibt, ist das für mich ein viel größeres Kompliment als rein das Äußerliche. Das gibt mir auch viel mehr. Und so fühle ich mich über den Tag dann auch immer besser und strahle das natürlich auch weiterhin aus. Es gibt Tage, wo das eben nicht so ist und da kann ich genau gleich geschminkt sein und solche Komplimente kommen eben nicht bei mir an. Und das ist das, was ich meine. Das ist für mich innere Schönheit, wenn man etwas ausstrahlt, was man eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Was ist denn innere Schönheit für euch? Lasst mich das gerne wissen und schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich sage ja immer, jeder Mensch ist schön. Und um diese Schönheit auch nach außen zu tragen, pflegen wir uns natürlich und verschönern uns mit Kosmetik, aber auch mit Pflege. Und ich habe die neue Pflegeserie von Lavera testen dürfen. Bleibt auf jeden Fall dran, ich stelle sie euch jetzt gleich ganz kurz vor. Es gibt auf jeden Fall danach noch etwas sehr Interessantes für euch, besonders wenn ihr schon Lavera-Fans seid, aber auch für alle anderen natürlich. Da kommt noch was. Ich beginne mal mit der Tagespflege. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Antifaltencreme. Und ich habe sie jetzt einige Zeit schon getestet und ich muss sagen, ich finde sie wunderbar. Sie macht einen, also sie zieht ein in die Haut, sie spendet sofort Feuchtigkeit, sie ist nicht zu dünn und auch nicht zu dick, sie ist überhaupt nicht pastig oder so. Also ich mag sie sehr gerne, ich trage sie auf, sie lässt sich leicht verteilen, sie zieht gut ein in die Haut, macht die Haut schön weich und geschmeidig. Und wenn ich sie ein bisschen einwirken lasse, bietet sie auch eine hervorragende Grundlage für die kommende Foundation, weil ich trage ja eigentlich jeden Tag Make-up und da brauche ich immer etwas, was die Foundation gut, was meine Haut gut vorbereitet auf die Foundation, die dann kommt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also die zieht wirklich sehr gut ein, spendet über den Tag auch Feuchtigkeit, macht die Haut schön glatt und weich und dann brauche ich auch nichts anderes mehr, sondern ich gebe dann die Foundation einfach darüber. Die hat mir schon sehr gut gefallen und sie riecht auch sehr lecker. Dann gibt es in der Serie noch eine Anti-Falten-Augencreme, die habe ich heute Morgen richtig gebraucht. Da hatte ich, also ich war unausgeschlafen und hatte so richtige Augenränder. Habe ich nicht so oft, aber heute Morgen war es soweit. Und da habe ich sie mir wieder aufgetragen. Also ich habe sie jetzt schon mehrere Morgende und Abende aufgetragen. Und die mag ich auch super gerne. Also sie ist ebenfalls, sie ist dünn, dünnflüssig. Sie hat hier vorne so einen kleinen Spender dran. Damit kann man sich das hier ein Tropfen und da ein Tropfen auch sehr gut direkt auf die Haut auftragen. Auch die zieht schnell ein und spendet wirklich sehr viel Feuchtigkeit. Ich habe so das Gefühl, dass sie von innen, wenn ich hier so eine Falte habe und darüber wird es wieder so ein bisschen dicker, ich glaube, ihr versteht mich, wenn ich das so einklopfe in die Haut und einarbeite in die Haut, dann plumpt es so ein bisschen von innen auf. Auch die riecht sehr gut, auch die zieht schnell ein und ist auch eine sehr gute Grundlage für den Concealer, den ich danach auftrage. Also die Erfahrung habe ich bis jetzt mit diesen beiden Produkten gemacht und bin sehr zufrieden damit. Außerdem gibt es noch eine Nachtpflege aus der Serie und natürlich für den gesamten Körper auch eine Bodylotion, eine straffende Bodylotion, die sehr, sehr schön ist. Auch die zieht schnell ein, auch die macht weiche Haut
und insgesamt wirklich eine tolle Serie, zu der auch Masken gehören. Und auch die habe ich getestet. Ihr seht jetzt hier, das sind normalerweise zwei Sachets, die hier dran sind. Nur eine habe ich ja verwendet. Und ja, die, also Masken sind für mich so, also ich benutze eigentlich übers Jahr gar keine Masken, erst so im Herbst, Winter. Da bin ich dann so, dass ich sage, okay, ich sag euch auch jetzt gleich was doch dazu, weil ich möchte auch gerne so einen Bogen spannen zur inneren Schönheit und da auch nochmal was zu sagen. Ich habe diese Maske aufgetragen bei meinem abendlichen Ritual. Und zwar habe ich mir das so ein bisschen zu eigen gemacht, gerade auch in der letzten Zeit wieder bewusst gemacht, dass ich mir so eine Art Quality Time damit schaffe, wenn ich mich abgeschminkt habe, danach meine Haut zu pflegen. Und ich mache das total gerne auch dann mal mit einer Maske oder halt eben einfach die Cremes einzucremen in mein Gesicht und dabei so eine Zeit für mich zu haben, mich auf mich zu konzentrieren. Klingt das komisch? Ich konzentriere mich auf mich dabei, ich schaue in den Spiegel, ich lerne mich ein bisschen besser kennen, ich frage mich nochmal, wie fühle ich mich eigentlich heute, und bei dieser Pflege nehme ich mir halt die Zeit, es kann einfach nur eine Viertelstunde sein oder so oder 10 Minuten, das reicht manchmal schon, einfach mal so runterzukommen und sich auf sich zu konzentrieren. Das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Sache, die ich gerade jetzt im Winter sehr bevorzuge. Die Zeit ist doch sehr hektisch und kalt draußen und ja, man hat trockene Haut und so weiter, und dann einfach mal zu sagen, stopp, die Zeit ist jetzt für mich, das ist mein Pflegeritual, das ist meine Zeit, in der ich vielleicht auch über den Tag nachdenke, über andere Dinge nachdenke und gleichzeitig mich pflege, um mich wieder besser zu fühlen. Die riecht wirklich hervorragend, die Creme. Und ich habe geschaut, was ist da überhaupt drin. Natürliches Coenzym Q10 steht drauf. Kennen wir vielleicht schon, aber Lavera hat eine neue Zusammensetzung gefunden aus natürlichen Zusatzstoffen, was ich eigentlich ganz gut finde, denn ich hatte bisher ehrlicherweise immer gedacht, dass man das nur mit rein natürlichen Zusatzstoffen vielleicht gar nicht schaffen kann, so ein schönes Ergebnis zu machen, so eine schöne weiche Haut und die auch so feuchtigkeitsdurchflutet ist. Aber dann habe ich ein bisschen was darüber gelesen. Lavera steht ja für Naturkosmetik, für gute Inhaltsstoffe, ist vegan, in Deutschland hergestellt und so weiter. Ich habe mich da einfach mal so ein bisschen eingelesen, und in dieser Pflegeserie sind ein paar Komponenten drin, die mich doch interessiert haben. Zum Beispiel ist da drin Olivenöl oder Abyssinienöl. Lecithin ist da drin. Das trägt alles zur Elastizität der Haut bei, zum Feuchtigkeitsspenden. Teilweise ist es noch sogar noch ein bisschen entzündungshemmend, was ich auch sehr gut finde. Es ist faltenmildernd, faltenvorbeugend und hat es in dieser Zusammensetzung eben einfach noch nicht gegeben. Deswegen finde ich das auch besonders interessant. Und Q10 wird auch das goldene Öl genannt. Das habe ich gelesen. Und ja, das hört sich für meine Ohren per se schon mal so an wie das Beste, was ich für meine Haut überhaupt tun kann, oder? Es ist auf jeden Fall eine Wohltat, diese Produkte zu verwenden. Ich werde sie auch weiterhin gerne verwenden, zu Ende benutzen, sodass ihr sie mit Sicherheit dann auch mal in einem Aufgebraucht-Video beispielsweise sehen werdet, wo ich nochmal so ein Schlussresümee dazu ziehen werde. Und jetzt kommen wir mal zu den Goodies, die Lavera mir für euch mitgegeben hat. Zum einen gibt es eine neue Content-Page von Lavera. Ich setze euch den Link unten in die Infobox. Wäre schön, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Da bekommt ihr ganz viele Informationen über Lavera, über die Produkte und so weiter. Außerdem könnt ihr euch aktuell zu einem Newsletter anmelden und bekommt damit 30 Tage kostenlosen Zugang zu einem Coaching mit Martina Fink. Wer sich dafür interessiert, auch den Link setze ich euch unten in die Infobox. Und ich habe die Ehre, 3 meiner Follower zu Superfans zu erklären. Also lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich darf nämlich 3 auswählen, die exklusiv zu einer besonderen Facebook-Gruppe eingeladen werden können. Wenn ihr Facebook habt, interessiert seid an Lavera und gerne neuesten Informationen zu Lavera bekommen möchtet und auch Produkte testen möchtet, da gibt es also immer wieder so Aktionen, dann meldet euch bei mir, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall, wenn mehr als 3 schreiben, auswählen natürlich, wer dann diesen Zugang bekommt. Ich drücke euch jetzt schon mal die Daumen und natürlich nachher, wenn ihr einer der 3 Glücklichen seid, ganz viel Spaß in dieser Gruppe. Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare zum Thema innere Schönheit, äußere Schönheit, dem Zusammenspiel daraus und was ihr dazu zu sagen habt. Das interessiert mich sehr. Vielleicht könnt ihr euch auch untereinander ein bisschen austauschen, Tipps geben, wie man sich wieder besser fühlen kann, wenn es mal nicht so gut ist, und was es eigentlich für euch bedeutet. Das würde mich sehr freuen. Und vergesst auch nicht dazu zu schreiben, wenn ihr eine von den 3 glücklichen Gewinnerinnen sein möchtet, die in diese spezielle Gruppe bei Facebook hinein darf. Die bietet ja auch einige Vorteile. Schreibt mir einfach, ich freue mich drauf. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.